Uns hat natürlich schon interessiert, was mit den Drogengerüchten denn dran ist. Es sind ja nicht nur Sebastian Kurz und Gernot Blümel da drin verkehrt in den Läden, sondern auch Thomas Schmidt oder sonstige Personen. Inszeniert sich auch als jemand, der ein luxuriöser Gastgeber ist für viele Prominente. Natürlich ist die Freundschaft zu Sebastian Kurz sehr interessant. Die trägt Martin Ho ja eigentlich vor sich her. Bei Martin Ho ist es so, er hat sich ein Stück weit verzockt mit dem Rausposaunen seiner großen Freundschaft. Einerseits wollte er immer in die Öffentlichkeit, er wollte immer sagen, ich bin so wichtig, ich habe so tolle Freunde und so weiter. Auf der anderen Seite hat er sich dann dadurch beschwert, dass sich halt auch Journalistinnen und Journalisten damit mehr befasst haben, als wenn es vielleicht nicht so laut von ihm geäußert wäre, diese Freundschaft. Also wir sind in die Prater-Sauna gegangen, weil wir natürlich die Belege, die wir schon davor hatten und auch von Jahren davor hatten, überprüfen wollten und sichergehen wollten, dass das jetzt immer noch so ist. Also haben wir eine Art Scheinkauf durchgeführt, und zwar mit einem Kollegen von einer anderen Tageszeitung. Da ist also ein Kollege von mir, von Zack Zack, und der andere dorthin gegangen. Und die haben dann beobachtet, wie eben die Dealer durch die Securities durchgewunken wurden, wie sie sich dann postiert haben, mehrere Leute bedient haben und haben dann vor Ort nicht nur diesen Drogenhandel beobachtet, sondern wir haben dann selbst auch 1 Gramm Kokain gekauft. Und das haben wir dann zur Polizei gebracht, zur Selbstanzeige. Unter dem Titel Die Kokain-Affäre schreibt Zack Zack 2021. Unsere Recherchen bestätigen die Schilderungen eines Insiders. In keinem anderen Lokal werde Drogenhandel so offen betrieben wie in der Prater-Sauna. Martin Ho sagt, er kenne die United Tribunes nicht und bestreitet einen Zusammenhang. Wenn die Securities die Dealer durchwinken, wenn der eigene Barkeeper sagt, man soll am Freitag oder am Samstag kommen, dann gibt es wieder Kokain so ungefähr. Und wirklich das so sichtbar ist, was da passiert. Das ist jetzt nicht nur ein Dealer, der zufällig reinkommt oder so, sondern es ist wirklich organisiert, es ist systematisch. Dann ist es grob fahrlässig aus meiner Sicht, wenn man es nicht mitbekommt. Faktum ist, zu strafrechtlichen Verurteilungen haben die Vermutungen bislang nicht geführt. Die Landespolizeidirektion Wien wollte sich zu alledem nicht äußern, da es sich um laufende Ermittlungen handle. Aber Zack Zack zitiert einen Politiker, der Martin Ho als Drogendealer bezeichnet hat. Daraufhin klagt Ho das Medium. Da wurde groß geklagt gegen Zack Zack. Wir haben mittlerweile 7 gerichtliche Entscheidungen und Urteile. Und die letzte Instanz war der OGH. Der hält fest. Zwar wird der Kläger in den inkriminierten Artikeln implizit als Drogendealer bezeichnet. Dies ist im gegebenen Zusammenhang jedoch als zulässige, wertende Äußerung anzusehen, die auf einem wahren Sachverhaltskern beruht und die angesichts des Umstands, dass einem gewissenhaften Lokalbetreiber derartige Vorgänge im Regelfall zumindest nicht gänzlich verborgen bleiben werden, auch keinen Wertungsexzess darstellt. Der also hat nachts noch nachgefragt, wie die Party läuft. Da haben wir Chats vorliegen, woraus das hervorgeht. Er hat sogar die Party mitorganisiert und wir haben eben diese Chats, wo Martin Ho groß fragt, wie die Party eigentlich gelaufen ist und so weiter. Also das fand ich dann schon sehr mutig, dass er sich hinstellt und sagt, ich habe eigentlich um 8 geschlafen und nichts davon gewusst und gehört und gesehen. Man muss natürlich die Ermittlungen abwarten, da gilt die Unschuldsvermutung. Aber Faktum ist natürlich, dass seine Kontakte nicht mehr so gut sind. Im Kanzleramt sitzt jetzt jemand anders, der hat auch andere Probleme. Karl Nehammer. Kurz ist weg, Blümel ist weg, die haben ganz eigene Sorgen. Aber ja, Martin Ho ist kreativ, man weiß nie, was kommt.